Hallo Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es noch wieder ein Curry-Rezept und es ist Dal Makhni. Es ist ein Linsen-Curry. Hier Dal ist Linsen und Makhni ist so Curry. Es wird mit Butter zubereitet und dafür brauchen wir 100 Gramm Urdbohnen, 500 ml Wasser, 30 Gramm rote Kidneybohnen, 30 Gramm Chana Dal. Wenn Sie Chana Dal nicht finden können, können wir auch nur Urdal und rote Kidneybohnen benutzen. Und dafür brauchen wir 100 Gramm Urdbohnen und 60 Gramm rote Kidneybohnen. Ein Lorbeerblatt, ein schwarzer Kardamom, ein Zimt, 4 Pfefferkörner, 4 Nelken, einen Teelöffel Salz, Chana Dal, rote Kidneybohnen, Urdal, alles zusammen für 8 Stunden einweichen lassen. Linsen, Salz, Kardamom, Lorbeerblatt, Pfefferkörner, Zimt, Nelken und Wasser im Schnellkochtopf geben und 20 Minuten kochen lassen. Oder wir können auch in einen Topf kochen lassen, bis die Linsen gut gekocht sind. Für ein cremiges Gefühl geben wir 4 Esslöffel Linsen in einen Mixer und noch Wasser und fein pürieren. Zwei Tomaten, 50 ml Sahne, halben Teelöffel Garam Masala, 2 Esslöffel Butter, 2 Teelöffel Boxenkleeblätter, Viertel Teelöffel Chilipulver, einen Teelöffel Salz, halben Teelöffel Kurkuma-Pulver, 2 Teelöffel Korianderpulver, eine Zwiebel, eine grüne Chili, einen Esslöffel Zitronensaft, einen Teelöffel Ingwer, einen Teelöffel Knoblauch. Für Tarka erhitzen wir 2 Esslöffel Butter in eine Pfanne. Dann fügen wir grüne Chili, Zwiebel hinzu und anbraten. Ingwer und Knoblauch hinzugeben und 1 Minute anbraten. Pürierte Tomaten, Kurkuma-Pulver, Salz, Chili-Pulver hinzugeben und 10 Minuten anbraten. Korianderpulver, Garam Masala, Box- und Kleeblätter hinzugeben, dann Linsen und noch wieder 10 Minuten köcheln lassen. Jetzt fügen wir Sahne und Zitronensaft und noch wieder 15 Minuten köcheln lassen. Und wir sind fertig. Hier haben wir Dal Makhni mit Naan und es passt auch mit Reis. Es ist ein mildes Curry, nicht so scharf. So, wenn euch das Rezept gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt mir. Ich freue mich gern und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!